Wir sollten Gürteltor wirklich schnell besiegen, bevor er uns einfängt. Ey, nein! Ey, lass Kirby los! Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Hier auf Katze. Wir beginnen heute mit Roll, Kirby, Roll. Stell dich vor das Roll-Kirby-Roll-Spiel, das du spielen möchtest und drücke anschließend A. Machen wir. Das erste Spiel haben wir bereits abgeschlossen, das zweite auch. Und nun spielen wir das dritte, das schwierigste. Und es geht schon direkt los, da ist meine Kirby-Kugel. Und ich, wow, ich steuere das mit Hilfe der Kipp-Funktion meines Joy-Con-Controllers. Fürchterlich. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Und ich kann die Kipp-Funktion mit Hilfe der Y-Taste zurücksetzen, sodass ich wirklich das Ganze auf die Null-Position bringen kann. Konzentration und hier. Ich glaube, der bessere Weg ist der obere. Der ist aber auch gefährlicher. No risk, no fun. Einfach mal was riskieren. Nicht aufgeben. Ich spiele es natürlich gleich nochmal. Ich glaube, wenn man das schafft, kriegt man ebenfalls eine Figur, die man nur hier bekommt. Denn ihr habt ja gesehen, bereits in der letzten Folge haben wir die letzte Stufe in dem Café gespielt. Da war Kirby die Aushilfe. Und wenn man das geschafft hat, hat man eben eine besondere Figur erhalten. Das gleiche gilt hier für Kirby Roll. Beziehungsweise für Roll Kirby Roll. Achtung, kurze Konzentrationsphase. Ja, ich hab's geschafft. Und gar nicht mal so schlecht, oder? 31 Sekunden, also fast 32. So, und jetzt haben wir es geschafft. Roll Kirby Roll, komplett abgeschlossen. Stark. Mal sehen, was er sagt. Gut gemacht, Kirby. Du hast jede Schwierigkeitsstufe meines Spiels abgeschlossen. Aus diesem Grund, und nur für dich, habe ich eine besondere Herausforderung vorbereitet. Roll Kirby Roll hat jetzt eine neue Schwierigkeitsstufe, und zwar sehr schwer. Der ultimative Test für deine Balancierkünste. Ich habe alle nötigen Vorbereitungen getroffen. Also stell dich einfach vor den Stand und drücke A, um die neue Schwierigkeitsstufe auszuprobieren. Falls du zu den einfacheren Schwierigkeitsstufen wechseln möchtest, brauchst du nichts weiter zu tun, als im Auswahlbildschirm X zu drücken. Oh, und ich habe noch eine weitere Überraschung für dich. Eine besondere Figur als Belohnung für das Freischalten der Schwierigkeitsstufe sehr schwer. Toll! Wow, echt? Ich bin gespannt, was das für eine Figur sein wird. Oh, cool. Gefällt mir. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Dieser Waddle Dee lädt an seinem Stand zum Spielen des allseits beliebten Roll Kirby Roll ein. Auf vielfachen Kundenwunsch wurde zusätzlich die Schwierigkeitsstufe sehr schwer hinzugefügt. Wer hier zittert, hat schon verloren. Okidoki. Ja, dann spielen wir das doch mal, oder? So, das ist Nummer 2. Okay, die Schwierigkeitsstufe ist, dass ich hier noch ein paar Gordos auf dem Feld habe. Wenn nicht, dann kann ich sie einfach ausschalten. Das ist sozusagen der Unterschied. Und wenn man das in einer bestimmten Zeit schafft, kriegt man sogar ein paar extra Münzen. Soll ich mal eins spielen zum Spaß? Kommt, wir machen mal das erste. Geschafft in 20 Sekunden. Na gut, ob ich das in 20 Sekunden schaffe, weiß ich nicht. Aber probieren würde ich das schon gerne. So. Hier sollte das auch nicht so... Na komm, Kirby. Nicht so schwer sind... Oh, es wird aber knapp. Das wird aber knapp, wenn ich noch in der Zeit sein möchte. Oh, ich glaube, das wird nicht ganz hinhauen, oder? Ja, ich habe jetzt hier leider warten müssen. Und zack. Ja, 22 habe ich gebraucht. War zu langsam. Aber ich sag mal so, geschafft ist geschafft. Also... Da könnt ihr nichts sagen. Gut, verlassen wir das erst einmal und stürzen uns wieder in die herkömmlichen Level des Spiels. Danach können wir immer noch mal zurückkehren, wenn wir denn möchten. Heute holen wir uns die letzten Waddle Dees in Originis Wüste. Wenn wir diese haben, fehlt uns nur noch eine Welt. Also wir kommen mit großen Schritten zum wirklichen Abschluss des Spiels. Ja, ein paar Folgen werden es noch sein.
Aber ihr seht selbst, nach und nach sammeln wir sie alle ein. Besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten. Und das letzte wird wahrscheinlich sein, lass dich nicht treffen. Also so ist es ja oft. Und ich glaube, davon werde ich mal ausgehen. Und mir eine passende Fähigkeit suchen. Stellt sich nur noch die Frage, welche? So, hier die Tomate. Und dann haben wir den Hammer. Wisst ihr was? Ich nehme die Bombe. Mit der Bombe fahre ich ganz gut. Die Bombe ist ja zielsuchend in der letzten Stufe. Und das werde ich ausnutzen. Das werde ich nutzen, um meinen Gegner zu plätten. Denn mein Gegner ist natürlich Trommelwirbel. Der berühmte und gefürchtete Herr Gürteltor. Da ist er auch schon. Hallo Gürteltor. Nee. Heute wirst du mich nicht in deinen Käfig einsperren. So, ich muss ihn besiegen, ohne dass er mich trifft. Das muss ich an dieser Stelle nochmal betonen. Und weg hier. So, ein paar Bümpchen. Ja, Bomben sind schön, nicht wahr? Oh, das war gut. Oh, jetzt gehen wir in die zweite Phase über. Und kabumm. Wir landen hier unten. Achtung, Achtung. Jetzt rast er wieder wie wild. Und hier muss ich einfach nur ausweichen. Gerade noch so weggerutscht. Und zack. Sehr gut. Dann nimm das hier, Freundchen. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktionieren wird, wenn Gürteltor mit seinen netten Damen tanzen wird. Ich glaube, das kann durchaus gefährlich werden. Das war knapp. Das war knapp. Wie gesagt, ich darf mich nicht treffen lassen. Und nochmal die Bomben. Oh ja, 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 schöne Explosion. Das hat mächtig Schaden gemacht. Achtung, er geht gleich in die nächste Phase über. Oh, oh, jetzt, jetzt. Schnell, 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 schnell. Kriegen wir noch ein paar Explosionen hin. Oh, das war nicht schlecht. Oh, 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 was macht er jetzt? Genau. Jetzt kommen die helfenden Hände. Die Damen. Das sind letztendlich nur selbst gebastelte Figuren. Wobei ich das trotzdem sehr bemerkenswert finde, dass er mit diesen Figuren tanzen kann. Also Gürteltor, du bist nicht nur kreativ, sondern auch irgendwie sehr ulkig. Wir mögen dich sehr, mein Freund. Oh, 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 heiße Kiste. Das war knapp. Und ausweichen. Na, da, 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 da. So, und jetzt nochmal. Bombenattacke. Volle Kopf voraus. Nur so haben wir eine Chance, gegen ihn zu gewinnen. Naja, Achtung, Achtung. Er kommt wieder. Ja, ja, die Kombination ist gut. Yo. Und volle Kanne da reingelaufen. Ja, einfach schön die Bomben einsetzen. Die fahren dann automatisch zu meinem Gegner. Da muss ich ja nicht mal zielen. Und. Oh, ich brauche nur noch einen letzten Treffer. Dann habe ich es geschafft. Moin. Und ausweichen. Und noch einmal. Wow. Das war knapp. Und jetzt beenden wir das Ganze. Bitteschön, Freund. Gürteltor besiegt. Vielleicht waren wir sogar innerhalb der 2-Minuten-Grenze. Also kann ich mir beim besten Willen nicht so vorstellen, aber sagt niemals nie, oder? Da gibt es eine Blaupause. Und? Nee, ich krieg nichts mehr. Ich habe den Gegner nicht in den 2 Minuten besiegt. Schade. Nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Denn zusammen mit Kirby sind wir super mutig, um diesen Kampf erneut zu meistern. Allerdings würde ich vorschlagen, diesmal mit einer anderen Fähigkeit. Mit welcher Fähigkeit könnte man Gürteltor denn so richtig Schaden zufügen? Wir haben die Bomben, wir haben den Hammer, der ist auch super cool, aber da fehlt mir so ein bisschen die Reichweite. Was haben wir noch? Haben wir noch eine dritte Fähigkeit? Und wenn ja, welche ist das noch gleich? Welche steht uns nochmal zur Auswahl? Ich habe das gerade nicht auf dem Schirm. Oh, Maxi-Tomate nehmen wir mit. Hammer. Oh, Kristallige. Okay, dann würde ich sagen, ich probiere es mal mit dem Igel. Vielleicht kann ich ihn ein bisschen pieksen. Gürteltor, wir kommen. Und ich hoffe, dass du dich warm angezogen hast für dieses harte und sehr, sehr spannende Duell. So, das ist Elfilin, das wissen wir. Also eine Puppe von Elfilin. Und jetzt... Ah, nein, der hat mich erwischt. Raus da, Kirby. Ey, hör auf. Na, warte. Ja, werde ich zeigen, wer hier der Boss ist. Uah, der rennt mir wieder hinterher. So, schön, 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 schön. Oh, wichtiger Treffer.
Und jetzt Stampfattacke. Auf Nimmer. Wiedersehen. Und weiter geht's. Gürteltor. Nächste Phase. Ich meine, die erste Phase haben wir sehr, sehr schnell abgeschlossen. Jetzt gilt es aber auch noch die zweite Phase zu meistern. Sehr elegant weggesprungen. Und zack. So, jetzt. Am besten nehmen wir auch die Sterne mit. Denn die können wir dann anschließend auch noch schleudern. Und die machen schön Schaden. Wir haben jetzt schon die Hälfte abgezogen. Und, ohne es genau zu wissen, wir kämpfen ungefähr eine Minute. Also genau die gleiche Zeit. Also eine weitere Minute haben wir noch, um Gürteltor zu besiegen. Naja, immer schön berühren. Ja, der kriegt ein Peeling. Der kriegt ein Peeling, der, mein Kumpel hier. Achtung, Achtung. Ah. Nein, 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 nein. Hier geht's ordentlich zur Sache. Ah, bin ich zu wagemutig? Soll ich da in den Wirbel reinlaufen? Jetzt, da ist meine Chance wieder gekommen. Ja, 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 gut, gut. Der kann mich gar nicht mal so richtig treffen. Wow, wow, wow. Komm, 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 komm. Okay, okay, wisst ihr was? Hauptsache, ich kriege irgendwie noch einen Stern. Nein, nein, die Fähigkeit brauche ich nicht zwingend. Aber gut, dann eben mit Fähigkeit. Puh. Ich dachte gerade eben, das war so mein Vorhaben. Ich schnapp mir einfach einen Stern und spucke diesen Stern auf Gürteltor. Dann habe ich es auch geschafft. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Falls ihr euren Gegner innerhalb von 2 Minuten besiegen müsst und ihr das nicht schafft, rate ich euch einfach in der Waddle Dee Stadt, ich glaube, den Tipp habe ich schon mal gegeben, euch dieses Fläschchen zu kaufen, mit dem ihr einen Angriffsboost bekommt. Das bedeutet, eure Angriffe werden für 200 Sekunden stärker. Ich glaube, das lohnt sich. Gerade für solche Aufgaben. So. Hätte ich eigentlich auch machen sollen, bin ich ganz ehrlich. Dann hätte ich mir so ein bisschen Stress ersparen können. Du hast alle Waddle Dees im Gebiet Originis Wüste gerettet. Ziemlich cool. Und wir haben sogar auch alle Straßen der Schätze. Guck mal, ja, 10 von 10 haben wir alle geschafft. Das bedeutet, wir kommen in die letzte Welt. Wenn wir hier alle Waddle Dees retten, haben wir alle gerettet, die es im Spiel gibt. Und dann müssen wir abschließend nur noch Leopold retten. Da sind wir auch noch dabei, alle Fragmente zu sammeln. Ihr erinnert euch. Wir werden spätestens in der nächsten Folge wieder ein Level bestreiten und dann wieder weitere Fragmente sammeln, nämlich die Fragmente der Wüste. Aber jetzt erstmal kurz heilen. Ihr habt ja gesehen, ich hatte kaum Energie. Aber die Energie, die wurde jetzt wieder aufgefüllt. Und ich stürze mich wieder ins Abenteuer! Yay! Rotharts verbotene Lande. Mit dieser dramatischen Musik. Bam, bam. So, wir können in dieses Land oder wir gehen da rein. Ah, Moment, Moment. Da habe ich ja schon alle. Nee, ich gehe in das erste. Hier muss ich rein. Oh, da fehlen mir 3 Stück. Finde die geheime Passage. Zerstöre 7 Lavakugeln mit Wasser. Und der 4. Waddle Dee, der ist verbunden mit der letzten Aufgabe, mit diesen Lavakugeln. Daran kann ich mich gut erinnern. Da war ich nämlich zu langsam. Und die geheime Passage, die war, glaube ich, an der einen Stelle, wo ich oben eine Schatztruhe gesehen habe, aber keinen Weg nach oben fand. Na gut, schauen wir doch mal, ob ich es diesmal schaffen kann. Diesmal weiß ich ja im Gegensatz zum ersten Durchlauf, welche Aufgaben mir bevorstehen. Also was ich genau lösen muss. Worauf ich achten muss, das wusste ich ja beim ersten Mal nicht. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass eine gewisse Anzahl an Waddle Dees versteckt sind. Und die habe ich ja bis auf einen gerettet. Aber gut, 3 Waddle Dees. Ich bin gespannt, ob ich jetzt gleich alle 3 finden werde. Ja, nicht wundern, natürlich aktiviere ich nicht all die ganzen Schalter hier, weil ich das schon beim ersten Mal geschafft habe. Das müsst ihr natürlich tun, wenn euch ganz andere Waddle Dees fehlen. Falls ihr nicht wisst, wo ich die anderen gefunden habe in diesem Level. Noch einmal der Hinweis, schaut euch alle Folgen in dieser Videoserie an, denn da zeige ich euch, wie ich das ganze Spiel zu 100% durchspiele. Ich meine, ich selbst habe es noch nicht ganz durchgespielt, aber es erwarten uns ja noch ein paar Folgen. So, dich nehme ich mal mit, mein Freundchen. Vielleicht kann ich dich noch gebrauchen.
Hier ist nichts mehr. Nächste Passage. Achtung. Hoppelhäschen auf 12 Uhr oder teilweise auf 1 Uhr. Wow, Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr wehgetan. Das war nämlich nicht meine Absicht. Aber ihr seid so fies auf und ab gesprungen. Da konnte ich nicht anders. Hier, da gibt es Edelsteine und Münzen. Alles wichtig für Kirby. Dann kann er einen kleinen Einkauf starten in der Stadt. Aber dadurch... Da war damals ein Waddle Dee versteckt. Und da oben war nur eine Fähigkeit. Bom, bom, bom. Tschüss, meine lieben Füchse. So, und hoch. Was haben wir hier Schönes? Ah, guck mal, hier ist was. Hier ist was. War ich hier schon mal? Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe ich das damals schon entdeckt oder nicht? Erstmal Zeit für ein Nickerchen. Uah. Gute Nacht, Kirby. Schlaf schön und träum was Süßes. Okay, Kirby, du könntest theoretisch so langsam aufwachen. Toll, jetzt habe ich meine Fähigkeit verloren. Aber, habt ihr das gesehen links oben? Ich habe jetzt meine Kraftpunkte verdoppelt. Ich habe jetzt eine zweite Leiste bekommen. Es lohnt sich also stets, mit Kirby ein kleines Nickerchen zu machen. So wie jetzt. Klopf, klopf, aufwachen. Nach oben mit uns! Dazu brauchen wir aber erst noch einen Maulwurf. Sonst haben wir keine Möglichkeit. Maulwürfchen, wo bist du denn? Zack, habe ich wieder den Zwillingsbohrer eingesammelt. Jetzt noch schnell nach oben. Uiuiui. Okay. Ja, perfekt. Links vorbei. Leiter nach oben klettern. Und durch diese geheime Passage. Wow, ganz viele Münzen gibt es hier. Und ja, das ist sie, die geheime Passage. Moment, das bedeutet doch auch, dass ich zur Kiste... Ja, das hätte ich beim ersten Durchlauf durchaus ebenfalls finden können. Da war ich wohl nicht gründlich genug. Wobei ich mich da, wenn ich so zurückdenke, extrem lange aufgehalten habe. Das wisst ihr ja. Ich habe da schon gründlich geguckt. Manchmal ist es eben, wie schon gesagt, wenn man genau weiß, welche Aufgaben man hat, dass man bewusst darauf achten kann. Und wenn man nicht weiß, was man alles finden kann an Waddle Dees, dann hat man das nicht auf dem Schirm. So wie diese versteckte Insel am Strand, wisst ihr noch? Die man nur im Hintergrund sehen konnte. Habe ich erst gesehen, als ich wusste, dass ich eine versteckte Insel finden muss. So, Achtung, jetzt kommt die spannende Passage mit dem Wasser. Hier muss ich schnell sein. Denn nur wenn ich schnell bin, habe ich die Möglichkeit, diesen letzten vierten Waddle Dee zu bekommen. Und ich muss insgesamt 7 Feuerbälle oder 7 Meteoriten zerstören. Und die kommen da vorne. Achtung, die prasseln jetzt herunter. Wow! Okay, okay. Beeilung, Kirby! Schnell an den Rabüffel vorbei. Und jetzt. Nummer 1. Nummer 2, 3 und 4. Sehr schön. Jetzt kann ich da sogar rein. Zerstöre 7 Lavakugeln mit Wasser. Ja, 4 habe ich schon geschafft. Fehlen nur noch 3. Ich frage mich nur, ob die anderen noch herunterpurzeln oder nicht. Moment, ich befreie erstmal unseren Kumpel hier. Du bist frei, mein Freund. Es tut mir leid, dass du so lange auf deine Rettung warten musstest. Kann ich hier raus oder ich nehme den Teleporter. Zack. Jetzt hole ich mir aber nochmal Wasser und laufe ein paar Schritte zurück, denn da sollten doch eigentlich wieder ein paar Lavakugeln erscheinen. Wasserballon Kirby ist zurück. Achtung, ich lösche das Feuer oder die Lava in dem Fall. So. Oh ne, oh ne, oh ne. Warum gibt es hier keine Meteoriten? Hör doch auf. Ja, die Fackel kann ich löschen. Aber irgendwie hilft mir das nicht weiter. Habe ich irgendwas übersehen? Moment, jetzt bin ich echt verwirrt. Hier gibt es einfach keine Feuerbälle mehr. Das gibt's doch nicht. Und selbst das Löschen der Fackeln bringt mir nichts. Oh nein. Ich glaube, ich muss das Level nochmal machen. Ah, wisst ihr was? Gab es nicht diese eine geheimnisvolle Passage, wo ich schon relativ früh als Wasserballon rumlaufen konnte? Oder täusche ich mich?
Ich habe da sowas ganz dunkel noch im Kopf. Lasst uns das ausprobieren. Wir geben nicht auf. Oh, Gürteltor. Gürteltor ist ein begnadeter Tänzer, solange er sich dabei im Kreis drehen kann. Als nachtaktives Tier kann er prima im Dunkeln sehen. Obwohl er für seinen Boss etwas Wichtiges beschaffen soll, schleppt er nur Schrott an. Aber was genau war es noch gleich? Etwas Kleines? Und Schwebendes? Ja, Tanzpanzerbestie Gürteltor. Ich glaube, seine Aufgabe war es, Elfilin zu schnappen. Hat er aber bis zum Schluss nicht geschafft. Am Ende hat es König Dedede gemeistert, der damals noch böse war. Der wurde wahrscheinlich unter einem besonderen Zauber beeinflusst. Ich weiß es nicht. So, auf ein neues. Lasst uns diesmal noch gründlicher sein und durch diese geheimnisvolle Passage im dritten Abschnitt des Levels laufen. Ich will das jetzt gemeinsam mit euch schaffen. Nicht aufgeben, wir finden eine Lösung, 7 Lavakugeln zu zerstören. Denn eines dürfen wir nicht vergessen. Es geht hier um die Rettung eines kleinen, süßen und schnuckeligen Waddle Dees. Also Kirby, mach dich bereit. Schade, dass wir nicht bereits hier eine Wasserballonfähigkeit bekommen würden. Denn hier fallen genug Meteoriten herunter. Genügend Lavakugeln, die ich dann mit Hilfe des Wasserballons zerstören könnte. Aber da muss ich wohl einen anderen Weg wählen. So, Achtung. Ja, unter der Erde haben meine Gegner keine Chance. Da kann ich mich gut verstecken. Zack, zack. Uah. Bloß nicht in Lava springen. Und noch einmal hier durch. Diesmal aber ein bisschen schneller, ein bisschen fixer. Damit wir möglichst zeitsparend durch das Level kommen. So. Einmal fix nach oben. Und unser kleiner Kirby hat es gemeistert. Hallo Rabüffel. So, nun Achtung. Jetzt kommt diese geheimnisvolle Passage, von der ich gesprochen habe. Wo genau sich diese befindet? Tja, das müssen wir erst noch herausfinden. Aber die sollte hier ganz in der Nähe sein. Halten wir also die Augen ganz weit offen und schauen mal, wo wir das finden können. War das nicht sogar... Moment, hier nicht, oder? Das war doch bei den... Bei den Rabüffel war das doch. Ich glaube, das war wirklich hier. Schaut mal, hier, hier. Hier war die geheimnisvolle Passage zum Wasserballon. Ah, nee, doch nicht. Hier gab es nur die Kapsel. Nee, nee, dann kommt sie später. Oder doch früher? Ich gehe auf Nummer sicher. Habe ich irgendwas übersehen? War ich zu schnell? Hier gibt es auf jeden Fall Meteoriten, die immer wieder herunterstürzen. Also da könnte man unendlich viele Lavakugeln mit dem Wasserballon zerstören. Mehr als 7. Und ich glaube, an diese Stelle komme ich auch gar nicht mehr zurück, wenn ich den Wasserballon habe. Zumindest den einen Ballon, der relativ weit vorne kommt, den ich vorhin hatte. Dann schauen wir mal weiter. Wo war das noch gleich? Wo kann das sein, dass hier noch eine Treppe erscheint? Eine Leiter oder sogar das ganze Tor, das ich jetzt betreten muss? Gucken wir mal. Theoretisch schon. Ja, da! Da muss der Wasserballon sein. Wir müssen nur noch durch diesen geheimnisvollen Abschnitt, der aber auch zeitfordernd ist. Hier muss ich schnell sein, denn es ist, glaube ich, notwendig, alle Kristalle einzusammeln. Egal, ob ich diese Aufgabe bereits gemeistert habe oder nicht. Schnell, 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 Kirby! Volle Kraft voraus, mein Freund! Und tap! Uiuiuiui. Was wollt ihr denn hier? Vorsicht, meine lieben Füchse! Bringt euch in Sicherheit, das ist viel zu gefährlich! Und? Da öffnet sich das Tor zu einem Waddle Dee, den wir aber bereits haben. Der ist für uns also nicht relevant. Das sind nur Münzen. Aber ihr seht schon, da ist das Rohr mit dem Wasser. Hatte ich also doch noch dunkel, aber richtig im Kopf. Und ich hoffe, dass wir dann anhand des Wasserballons schon im früheren Bereich oder im frühen Abschnitt ein paar Lavakugeln zerstören können. Nämlich die, die hier herunterpurzeln. Da kommen ja auch ein paar herunter. Also mal sehen, wo sie jetzt landen werden. Da. Nummer 1, Nummer 2 und da ist Nummer 3. Sehr gut.
dann habe ich schon mal 3 von 7. Und die letzten 4, die gibt es da vorne, wenn ich schnell genug bin. Haben wir aber beim ersten Durchlauf geschafft, weswegen ich jetzt keine Sorgen habe, dass das diesmal nicht ebenfalls klappen könnte. So, Wassermarsch und... Achtung, Lavakugeln kommen herunter. Und jetzt werdet ihr sehen, dass ich auf meine 7 Lavakugeln komme. Das ist Nummer 4, 5, 6 und 7. Ja, wir haben sie vollständig. Rechts unten seht ihr das. 7 von 7. Waddle Dee gerettet und freigeschaltet. Das bedeutet wiederum, wir haben das Level zu 100% geschafft. Oder habe ich etwa irgendwo eine Blaupause verpasst? Nicht, dass ich wüsste, oder? Abschnitt abgeschlossen. Zerstöre 7 Lavakugeln mit Wasser. Und es gibt ein cool. Knorilla. Oh, sieh sich nur einer diesen niedlichen Knorilla an. Wie er seinen kleinen Hammer schwingt und Kirby zulächelt. Wie? Das ist gar kein Lächeln, sondern Zähnefletschen? Okay, das ändert natürlich alles. Nichts wie weg hier. Knorilla. Was für ein cooler Name. Und Bomben-Kirby. Den haben wir aber schon mal bekommen. Oh, starke Sache. Und ich würde sagen, es ist Zeit, in die Stadt der Waddle Dees zurückzukehren. Denn ich möchte auf jeden Fall als nächstes die Wüste in der Vergessebene schaffen. Also auf den isolierten Inseln, um die nächsten Fragmente von Leos Seele einzusammeln. Aber in der nächsten Folge. Bleibt katztastisch!